Hey Leute, Dennis hier. Herzlich willkommen zu Bitcoin Info Mannschau 1012 am 12. November. Wir sprechen über Ethereum und den Stillstand gestern. Dann über 100 Milliarden Gründe, warum Apple in Bitcoin investieren sollte. Und über den KuCoin Hack und ein paar Updates. Wir starten wie immer mit dem Preis und Bitcoin, wunderbar sieht das aus. Er leuchtet grün. Wir stehen aktuell bei 15.867, also Bitcoin zeigt wirklich Stärke hier und ich persönlich habe das Gefühl, dass es jetzt wirklich einen Jump nach oben gehen könnte, aber morgen ist Freitag der 13. es ist ein Glückstag, sind die Leute abergläubisch, keine Ahnung, vielleicht geht's auch runter, alles ist denkbar, mein Gefühl sagt mir, wir könnten nach oben gehen, aber hey, ich würde mich auch nicht wundern, wenn es nochmal runter geht. Nichtsdestotrotz ist die ganze Struktur irgendwie aktuell relativ bullish. Gucken wir mal rüber zu Ethereum, denn viele Ethereum-Anwendungen standen gestern still und das hat mit dem Infrastrukturanbieter Infura zu tun, der mit technischen Problemen zu kämpfen hatte. Ja, es führte dazu, dass viele Dienste auf der Ethereum-Blockchain nicht mehr funktioniert haben, also auch dezentrale Anwendungen wie Uniswap, Wallets wie Metamask, aber auch Börsen waren davon betroffen, die nicht ihr eigenes Ethereum-Node am Laufen hatten. Und ist schon crazy, ne? Wenn man so denkt, es ist ein dezentrales Asset und dann hängt das an so einem zentralen Anbieter und auf einmal steht das ganze Ding still. Ja, die haben gestern geschrieben um 9 Uhr, dass sie einen Dienstausfall für das Ethereum Mainnet API haben und sich direkt in die Arbeit gemacht haben und viele Börsen haben dann die Abhebungen von ETH und ERC20 Token erstmal gestoppt. Ja, und man konnte die ganzen Metamask ETCs nicht benutzen und das ist schon crazy, dass sich so große Unternehmen auch auf sowas verlassen und kein eigenes Node am Laufen haben. Und Zizi hat auch gesagt, es gab so einen möglichen Chain-Split in der Ethereum-Blockchain, es gab da zwei verschiedene Chains und so weiter und so fort. Also war schon ein bisschen Chaos irgendwie gestern, habe ich so das Gefühl, und hinterlässt auch ein bisschen einen komischen Geschmack, würde ich mal sagen, wenn man wirklich glaubt, das Ganze ist wirklich dezentral, aber man sieht, wie abhängig das doch sein könnte. Natürlich konnte man auf andere Services umstellen, gar kein Problem, aber nichtsdestotrotz, auch wenn große Börsen da betroffen sind, ist das schon crazy. Um 11 Uhr dann hatten sie die Grundursache, also 2 Stunden später, identifiziert, einen Fix zur Wiederherstellung der Funktionalität vorbereitet und die anderen Anbieter von Ethereum-Infrastruktur, zum Beispiel Blockside, Quicknode und Alchemy, die liefen einwandfrei, also da gab es kein Problem, also man hatte auch Auswahl, und der CTO von Bitfinex, Paul Arduino, der hat gesagt, dass Kryptobörsen ihre eigenen Ethereum-Knotenpunkt betreiben sollten, weil man halt einfach so einen wichtigen Dienst anbietet und sich nicht auf andere Parteien verlassen sollte in dieser Industrie. Und das ist auch der Rat, der wirklich hier wichtig ist, wenn man ein großes Business betreibt, dann sollte man hier wirklich eigene Nodes betreiben. Hoffentlich war es ein Weckruf für alle Dapps und Dienstleister, die Ethereum und andere Blockchain-Lösungen nutzen, darauf in Zukunft zu achten. Kommen wir zum zweiten Thema, Apple. Ich bin ein großer Apple-Fan, Apple ist eine Firma, wo immer wieder spekuliert wird, investieren sie jetzt in Bitcoin, ja oder nein? Und Dan Weisskopf, der Portfolio-Manager Toroso Investment, er hat gesagt, dass es Sinn machen würde, die Strategie von Michael Saylor und MicroStrategy zu befolgen. Das ist sein Rat an Apple. Wir haben ja hier auch Raoul Paul, der alte Goldman Sachs Hedgefonds-Manager, die halt in Bitcoin investiert sind und jetzt auch glauben, es wäre vielleicht clever, wenn Apple in Bitcoin investiert, denn man könnte hier wirklich einen großen Nutzen draus ziehen und das wäre für beide Seiten gut, für Bitcoin und für Apple natürlich, weil man hier dann den Market Share von Apple, die Bewertung auch deutlich steigern könnte mit einem Investment in Bitcoin. Und die Marktkapitalisierung von Apple, liebe Leute, die ist über 2, über 2 Billionen, krass, krasse Marktkapitalisierung.
ist die wertvollste Firma der Welt, soweit ich das sehe. Die haben knapp 200 Milliarden Cash-Reserven einfach mal irgendwie hier so rumliegen. Und er sagt hier, Weißkopf, dass ein Investment in Höhe von 10 bis 20 Milliarden ja ein sehr profitables Investment für Bitcoin sein könnte. Es ist viel besser als die Stock-Buybacks, die hier immer wieder getätigt werden. Und vor allem wäre es ein wichtiger Hedge gegen die Inflation. Und er sagt auch hier, ja, ob man Bitcoin jetzt als ein Hedge gegen die Inflation sieht, als Spekulation, als ein alternatives Asset, diese technologische Innovation, die Apple einfach inne hat, würde hier wirklich hier sehr gut passen. Und er sagt, die Apples Management hat wirklich jetzt eine Chance, ja, outside of the box zu denken, das Ökosystem mit der technologischen Expertise, der finanziellen Stärke, mit einem kleinen Risiko, ja, in die disruptiveste Technologie seit dem Internet zu investieren, nämlich Bitcoin. Und ja, ich kann da nur zustimmen. Also ich glaube, das wäre ein richtig, richtig cooler Move. Ja, natürlich könnte Apple hingehen, ein Bitcoin Wallet auf dem Handy irgendwie selber fest mit integrieren und könnte in diesem Ökosystem wirklich was bewegen. Das wäre ja ziemlich krass und würde natürlich riesige Welle schlagen. Ob Apple jemals sowas macht, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber damit Bitcoin die Marktkapitalisierung von Apple erreicht, müsste Bitcoin auf ca. 100.000 Dollar steigen, ja, und damit die eine gleichwertige Marktkapitalisierung haben. Also das sehen wir nochmal, ja. Apple ist immer noch um einiges größer als die gesamte Marktkapitalisierung von Bitcoin. Also hier auf jeden Fall noch Luft nach oben. Letztes Thema ist KuCoin, der KuCoin-Hack. Ihr erinnert euch, ist ja gar nicht so lange her, wo KuCoin gehackt wurde. Es wurden 280 Millionen Dollar im September gestohlen. 84%, also ungefähr 235 Millionen, wurden zurückerobert, sage ich mal, ja, über verschiedene Wege, zum Beispiel On-Chain-Tracking und natürlich auch über die rechtlichen Schritte. Die Behörden haben jetzt auch da zugestimmt, demnächst alle Details hier offen zu legen, wie genau das vonstatten gegangen ist, sobald dieser Fall abgeschlossen ist. Und der KuCoin Co-Founder hat auch gesagt, dass das Exchange jetzt das Trading für 176 Tokens wieder eröffnet hat und halt der Rest kommt dann am 22. November, also in circa 9 Tagen, 10 Tagen. 10 Tage sind es, ja, heute ist der 11., der 12. Und ja, trotzdem haben die Hacker natürlich ein bisschen Geld mitgenommen. Es wurden ja verschiedene Token, Stellar und so weiter, ERC20 Token hier und natürlich auch Bitcoin entwendet. Bitfinex hat davon 13 Millionen US-Dollar auf EOS eingefroren. Tether hat 20 Millionen Tether in der Ethereum-Adresse eingefroren und die anderen 160 Millionen sind durch andere Strategien auf verschiedenen Plattformen wieder zurückgelangt worden. Und nichtsdestotrotz haben sie ja über verschiedene dezentrale Möglichkeiten hier die Hacker noch 13 Millionen mitgenommen. Aber es ist schon krass, ja, wenn man bedenkt, dass Bitfinex und Tether einfach mal so die Gelder einfrieren können, ist schon krass, ja. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich so, wie es ist, dass das Geld wurde gehackt und wenn die Firma da einen Anspruch drauf hat, dann lässt man es halt einfrieren. Wirklich dezentral ist das in diesem Fall natürlich nicht. Ich glaube, Bitcoin einfach so einfrieren, das ist nicht so einfach drin. Ja, aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall gut für KuCoin und für die Leute, die dort traden. Zum Schluss gucken wir noch auf den Markt. Wir stehen bei 454 Milliarden Marktkapitalisierung. Bitcoin Dominance ist bei 63,6%. Und ja, in den Top 10 tut sich nicht wirklich viel. Wer sticht hervor? Natürlich der Bitcoin ist mit 3% im Plus. Die anderen Coins, ja, da ist jetzt nicht so viel Bewegung drin. Außer natürlich wieder bei Hex. Hex geht aktuell stark hoch, stark runter, ihr wisst es. Top-Gewinner auf jeden Fall zu gestern ist Blockstack mit 20% Kurs plus. Top-Verlierer ist Vitae mit 41% Minus. Die üblichen Altcoin-Shenanigans, ja, die sind ja hier mittlerweile an der Tagesordnung. Also Leute, das war's von mir.
Was ist eure Prediction für morgen? Was ist deine Vorhersage? Schreibt mir erstmal in die Kommentare. Morgen ist Freitag, der 13. Ja? Ist es ein Tag wie jeder andere? Seid ihr abergläubisch? Was passiert? Oder passiert gar nichts? Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Ist für euch Freitag, der 13. ein besonderer Tag oder nicht? Ja, für mich persönlich ist es ein Tag wie jeder andere. Also Leute, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Ihr wisst, was zu tun ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs up und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer, wartet gut, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!